Der betriebliche Leistungsprozess läuft durchs gesamte Unternehmen. Ganz generell kann man den Prozess so beschreiben. Arbeitende Menschen, Material und Maschinen betrachtet man als sogenannten Input. Er wird im Zuge eines komplexen Produktionsprozesses transformiert zu Erzeugnissen des Unternehmens, dem sogenannten Output. Im Extremfall sieht das so aus. Der Absatz eines Stücks Endprodukt setzt die gesamte Produktionslinie in Gang. Es werden für die einzelnen Arbeitsstationen keine Aufträge eingeplant. Vielmehr wird die Produktion an einer Station durch Teileentnahmen der jeweils nachgelagerten Station ausgelöst. Das Bindeglied zwischen den beiden parallel arbeitenden Zweigen sind sogenannte Stammdaten, mit denen man auf beiden Seiten gleichzeitig arbeitet. Solche Stammdaten sind zum Beispiel die Stücklisten. Wenn der Konstrukteur rechts 10 Schrauben im Gehäuse verbaut, sieht der Produktionsplaner links dies unmittelbar als Bedarf.